Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Runde Skywars. Heute allerdings starte ich das Video mal im Hauptmenü, nämlich werde ich jetzt gleich eine neue Map erstellen. Ich habe ein Textpack am Start, mit dem ich diesmal ja die ganze Zeit spielen werde, das aber ein bisschen anders ist und ja, wie man sehen kann, ich erstelle jetzt schon mal eine Welt und der ein oder andere hört auch schon, wenn man die erstellt, allgemein Sachen klickt, ist es ein kleines bisschen lauter. Es sieht auch irgendwie wie ein Default-Textpack aus, nur dass es halt eben doch ein bisschen anders aussieht. Und die Welt ist gleich geladen. Let's go. Ja, und zwar haben wir nämlich hier Minecraft und zwar einfach nur ein bisschen anders. Also die Sättigung ist auf jeden Fall viel, viel höher. Die Sounds wurden lauter gemacht. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich komisches Textpack. Und im Vergleich, wenn man wirklich hier mal auf... Es ist wirklich so laut. Ich will nicht wissen, wie das auf 70% ist. Also, durch meine Kopfhörer ist es echt schon... Was? Ziemlich krass. Okay, Leute, aber da ich mir das selber auch noch ganz entspannt anhören will, mache ich das lieber mal entspannt auf 19%. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch in eine Runde Skywars gehen. Aber auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch mal gerne machen. Die Schweine sind auch echt schon mal... Alter, das ist alles wirklich sowas von laut. Ich bin gespannt, ob sich Spieler auch laute anhören. Ich denke einfach mal schon. Also wenn man mit so einem Textpack die ganze Zeit spielen würde. Stellt euch einfach vor, Minecraft hätte sowas erfunden. Gut, das wird eigentlich keinen Sinn machen. Da vorne sind wieder die Schweine. Und die sind einfach so verpixelt. Also die Sättigung, wie aufs Anschlag die hochgedreht wurde. Stimmt, Wasser. Okay, dass es so laut ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und ja, wenn Achievement kommt, ist es auch wirklich ziemlich laut. Ich hoffe, man versteht mich noch. So, das ist jetzt wieder weggegangen. Wie hört sich denn Fall Damage an? Komm, ich gehe jetzt gleich mal in den Game Mode Survival. Die Schafe sind halt natürlich auch sehr laut. Und ja, okay, es geht noch. Moment, habe ich da Lava gehört? Ja, das war einfach Lava. Wie laut war das Geräusch gerade? So, ich gehe da mal rein. Die Blöcke sind runtergefallen. Die Lava hört man jetzt nicht mehr. Ich glaube, die ist gerade erst da rausgeflossen. Deswegen hat man die so laut gehört. Aber das ist keine gute Idee, Achievements zu bekommen. Wie das einfach aussieht, wenn ich brenne. So, Leute, ich werde nochmal Lava platzieren. Und... Das ist echt alles ziemlich crazy. Also sowas habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Was kann man denn noch ausprobieren in der normalen Welt? Also man kann natürlich alle Sounds durchgehen. Der Link ist dazu auch unten verlinkt. So wie Instagram, Snapchat, da könnt ihr auch mal gerne alles auschecken. So, einmal ganz kurz ins Wasser rein. Ja, selbst die Tintenfische, die normalerweise immer leise sind, die machen hier ein Geräusch. So, Creeper. Oh, okay, Creeper. Das will ich auf jeden Fall jetzt nochmal ausprobieren, bevor ich in eine Runde Skywars gehe. Komm, vielleicht finde ich ja noch irgendwie ein Dorf oder so. Aber ansonsten werde ich das alles auch genauer in der Runde Skywars gleich mir anschauen. So, okay, ich bin gespannt. Der Creeper. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hört es nicht mit euren Headsets. Und wenn, dann tut's mir leid und solltet das Video ein bisschen runterschalten dieses Mal. Aber ja, das war es jetzt erstmal so hier zu diesem Textpack in der normalen Welt. Ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach mal in ein paar Runden PvP aus und bin echt gespannt, ob ich damit ein paar Runden gewinnen kann. Also das auf jeden Fall, aber ich hoffe mal, das stört nicht allzu sehr in PvP. So, für Skywars bin ich mal wieder auf dem Gomme-Server. Man hört echt krass die eigenen Steps. Und ist denn hier eine Runde frei? Man kann es fast nicht lesen. 8x8, ja, das sehe ich schon. Oder 8 von 8. Phoenix, 8x1. Und jetzt kann ich mir erstmal noch ein Kit auswählen. Alter, es ist so laut. Tank. Dann nehme ich, lasse ich einfach mal das Tank-Kit hier am Start. Ja, selbst die Kiste. Und mal schauen, wie sich jetzt Spiele anhören, wenn ich die gleich schlage. Also man hört es doch schon. Das ist halt echt eigentlich auch was Gutes. Man hört die Spieler wirklich schon von 100 Metern weit ankommen. Und der eine ist schon runtergeflogen. Es ist noch keiner in der Mitte. Komm, dann versuche ich mal, mich in die Mitte zu porten. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Und bevor die Runde losgeht, kann ich mir gleich mal eine volle Dierrüstung hier gönnen. Oh nein, das wollte ich nicht machen, Leute. So, nochmal hier ein bisschen was. Und ich habe den Auto-Jump noch an. Das ist gar nicht gut. So, ich hoffe mal, ich habe alles Wichtige mitgenommen. So, Auto-Jump einfach mal aus.
Und dann kann ich mich zu dem ersten Mal rüberbauen. Ich muss echt aufpassen, nicht, dass hier jemand mich gleich runterwirft. Habe ich was selber zum Werfen? Wow. Nächste Runde, nächster Versuch. Die Map war auch ein bisschen zu klein, aber ich glaube, die ist auch nicht viel größer. Auch obwohl es ein normales Textpack ist, ist es irgendwie doch was anderes. Also man muss echt erstmal damit klarkommen. So, und hier sind halt gar keine guten Sachen drin. Da kann ich mich gleich mal... Wo soll ich mich hinbauen? Ist die Insel leer? Also es hört sich auf jeden Fall nicht anders an, wenn man zu Spielern geht und sich dann gegenseitig schlägt. Oh nein, ich will mich echt nicht bauen in Skywars. Also zum Glück habe ich auch kein Bad Wars gewählt. Ich weiß auch warum. Weil man sich in Skywars auf jeden Fall ein bisschen weniger baut. Und was war das gerade? Moment, was sind das hier für Blöcke? Ich kann es nicht erkennen. Kann ich da runter zu dem? Nee, das geht nicht. Aber er kommt gleich zu mir nach oben. So, lass uns kämpfen, mein Freund. Okay, da will mich so wieder runterschlagen. Nee, bitte nicht, bitte. Zum Glück bin ich in der Höhle drin. Was macht der jetzt da oben? Das sind alles so komische Sounds, ich kann es nicht erkennen. Ah, der baut sich nach oben. Ja, der hat halt natürlich die Hasenpfote. Hat gedacht, er kann mich da damit runterschlagen. Und was ist... Ja, das ist ein Cauldron. Also manche Items kann man echt nicht so krass erkennen. Wenn ich jetzt halt was zum Werfen hätte... Oh je. Ich will kurz mal eine Potion trinken. Sicher ist sicher. So, komm, dann riskiere ich nochmal runter zu springen. Ja, das hat geklappt. Oh, ich habe... Zum Glück habe ich die Potion getrunken. So, baut das sich jetzt wieder nach oben. Ich kann halt fast... Ich kann nichts sehen, Leute. Und jetzt versucht er mich ernsthaft dadurch... Was macht er? Was sind es für Kämpfe? Moment, da... Oh, ja, alles klar. Da kommt halt einfach ein anderer. Moment, der wurde jetzt... Der hat den abgestaubt und jetzt wurde ich wiederum auch gekillt. Also die Kämpfe, man muss schon sagen, es ist echt witzig. Man hört nur noch irgendwelche Blöcke platzieren, Lava, die fließt. Jetzt geht's halt komplett ab. Und halt Gegner, die sich gegenseitig schlagen, die sich Potions gönnen. Ich habe das Gefühl, jetzt gewinne ich die Runde auf der Map Palermo. Die ist auch ein bisschen größer. Und mal schauen, da hätte ich mir eigentlich das Enderman-Kit gut gönnen können. Ich habe leider noch keine Enderperle, schade. Aber gut, komm, dann werde ich mich gleich mal darüber bauen. Oh nein, ich will mich eigentlich echt nicht bauen. Es tut mir leid. Auf geht's rüber. Und ist schon jemand in der Mitte? Ist noch keiner hier? Jetzt kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Wir hatten ein Dia-Schwert für mich. So, jetzt werde ich auch mal den hier killen. Oh ne, komm, der rennt doch jetzt nicht. Der rennt weg einfach. Ich hoffe mal, der andere hat nichts zum Werfen. Sonst bin ich jetzt auch gleich am... Oh, okay. Der wollte... Was? Wie hört sich das an? Der wollte noch ein bisschen TNT platzieren. Lieber mal abbauen, bevor hier das jemand noch anzündet. Ja, zum Glück habe ich auch Schneebälle. Und Leute, lass mich den bekommen. Ja, der ist auch down. Alter. So, es geht weiter. Da vorne ist einer. Wahrscheinlich auch ein verzaubertes Dia-Schwert. Habe ich zufällig... Klar, ich habe ja noch XP. Okay, ein bisschen laut, aber... Kann ich schön auf Schärfe 1 verzaubern. Und dann kann er auch mal runterkommen. Und der baut sich irgendwie von da oben, von da vorne nach da oben bis nach da vorne. Okay, der kommt jetzt runter. Ganz kurz nochmal heilen. Ich hoffe mal, hat er sich auch geheilt. Kurz nochmal einen Goldäpfel gönnen. Und der andere kommt jetzt gleich. Nee. Das ist mein Kill. Der wird mich hoffentlich jetzt nicht abstauben. Okay, der hat noch was zum Werfen gehabt. Okay, aber hat nicht mehr viel gebracht. Nein, natürlich schlägt er mich jetzt noch runter. Ich hätte versucht, auf die eine Insel zu gehen. Aber das ist echt richtig mies von ihm. Lumix off, richtiger Camper erstmal. Und dann noch abstauben. Ja, mein Freund. Wow. Werde ich mal schön auf den gehen. Hat er das gehört? Ne, hat es nicht gehört. Was? Ich habe zum Glück auch das gleiche Schwert. Oh nein, und der hat sich natürlich noch wegporten können. Oh nein. Aber ich glaube, der kann sich noch retten. Ja, nein, okay, ich glaube, er schafft es auf den Block. Und da kommt auch schon der andere und will den versuchen runterzuschlagen.
Oh, er ist noch gestorben. Die Frage ist, ist es mein Kill? Ne, es war nicht mehr mein Kill. Und ich wette, ich fliege jetzt gleich runter. Ich versuche einfach mal, dass ich den runterschlage. Das hat geklappt. Da kommt aber auch schon gleich der nächste zu mir. Goldapfel essen. Ja, das war ziemlich laut. Und wo sind denn wieder die anderen Spieler? Was machen die denn da? Der kommt jetzt zu mir. Der traut sich mal zu kämpfen. Alter, die Wölfe. Was ist denn mit denen los? Ja, das hört sich auch ein bisschen laut an. Die sind aber immer noch am Leben. Ja, der ist jetzt auch down. Alter, was das war. So, zwei andere Spieler leben jetzt noch. Oh nein. Oh, was? So, mal schauen, ob ich den dann auch noch bekommen kann. Das dürfte sich ausgehen, weil ich habe echt noch ein paar Tränke. Und da habe ich die Runde Skywars endlich gewonnen, Leute. Also, falls ihr mehr von solchen Textpacks, PvP-Challenges, was auch immer sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch mal jetzt gerne machen. Natürlich auch das Textpack unten, wie Instagram, Snapchat, in der Videobeschreibung abchecken. Da ist alles verlinkt. Und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und ciao!